Ja, das hier ist das Stauseebad in Kossebaude in Dresden. Hier in diesem Freibad findet heute ein Benefizschwimmen statt des Arche Nova Vereins. Und worum es bei diesem Benefizschwimmen geht, wird uns jetzt Anne-Kathrin Klepsch, die Stadträtin der Linken hier in Dresden und Kandidatin für die Landtagswahlen, erläutern. Und was dazu noch zu sagen wäre, ist natürlich, das Stauseebad in Kossebaude hat ein FKK und einen Textilbereich. Allerdings muss natürlich so eine Benefizveranstaltung im Textilbereich stattfinden, weil man nackten Frauen und Männern ja nicht in die Tasche fassen kann. Also. Ja, also wir befinden uns hier in meinem Wahlkreis Dresden-West und das heißt, Bad Kossebaude kann man Menschen auch nochmal ganz anders treffen als sonst. Und ich bin heute hier, weil Arche Nova e.V. eine Benefizveranstaltung für Trinkwasseranlagen in Sri Lanka durchführt. Ich habe Arche Nova schon in der Vergangenheit eigentlich mit Geldspenden unterstützt, aber heute fand ich das besonders toll, dass man hier schwimmen kann. Ich bin vorhin selber 200 Meter über Wasser in Sri Lanka geschwommen und das heißt, für die 200 Meter, die ich geschwommen bin, werde ich dann am Ende der Veranstaltung auch noch die entsprechende Spende an Arche Nova bezahlen. Und ich hoffe, dass es noch ganz viele andere Teilnehmer gibt, die hier auch schwimmen werden, damit richtig viel Geld zusammenkommt und entsprechend viele Trinkwasseranlagen in Sri Lanka gebaut werden können.